Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder zusammen mit dem Schrammo. Hallo Schrammo. Hallihallo. Und ich spiele die Amerikaner und der Schrammo spielt die Deutschen. Ei, die Germanskis spiele ich. Richtig. Zusammen bilden wir die unheilige Allianz. Und ja. Genau, und ja. Und wir fliegen. Wir sehen das hier auch wunderbar. Wir haben eine durchschnittliche Wartezeit von gerade mal 20 Sekunden bei mir und wir sind erst seit 34 Sekunden in der Warteschlange. Das heißt, jeden Moment geht es hier auch los. Spannende Flugaktionen werden wir hier gleich erleben. Das kann, ne, und so und lack und bumm. Bist du, sag ich doch. Zack, zack, bumm, peng. Spielbeitritt. Genau. Hey! Pililiu. Eine Map für Torpedobomber geeignet. Ich habe Gott sei Dank mir gerade ein Torpedo untergeschnallt. Also nicht ich mir persönlich als, ihr wisst schon, sondern... Es klingt sehr seltsam, ja. So. Deswegen werde ich gleich mal den Flieger mit dem Torpedo unterm Arsch nehmen und mit dem starten. Die Map hatten wir doch vorhin auch schon. Die hatten wir vorhin auch schon. Es ist ja, wie gesagt, also ich hatte das in letzter Zeit, dass wir mir die Maps mal wiederholen. Ich weiß nicht, ob die was verändert haben da an der Map-Rotation. Keine Ahnung. Und wie war das beim Torpedo? Ich glaube, so 1 Kilometer sollte man, glaube ich, dicht am Ziel dran sein, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, 1 Kilometer war es, wo man dicht dran sein soll zum Feuern. Und relativ flach halt über dem Wasser. Ah, ich bin auch zu hoch gerade. Fahr weg, einfahren. Du kannst jetzt mir gar nichts sagen, hier Spiel. Ich fliege, ich bin der Pilot. Fahr dein verdammtes Fahrwerk ein. Wie sieht denn das eigentlich aus von unten? Ah ne, ist einfach nur ein Bauch drin, der Torpedo scheinbar. Jo. Ein Kilometer Reichweite hat ein Torpedo nur. Naja. Ist ja ganz schön doof. Warum habe ich das denn jetzt nicht eingenommen? Bin auch die ganze Zeit hier auf dem... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Baum, 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 baum. Starte, 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 starte. Boom. Ich hätte gedacht, er reicht weiter. Ich bin der Meinung, das war so 1 Kilometer. Ich mag lügen. Dann gehe ich mal auf einen leichten Kreuzer oder so. Ich finde den Namen von der Munition, die ich hier bei dem Einflieger habe, so toll. 20 mm HE Splitterbrand Leuchtspurmunition. Klingt recht böse. Ich schieße mal schon bei 2 Kilometer ab. Fahren die Schiffe oder stehen die? Wenn die fahren, musst du sogar noch ein bisschen vorziehen, ne? Bei 2 Kilometer kann ich mir das schon... Könnte ein bisschen eng werden, oder? Gucken. Brücke U für Torpedoverfolgung. Er schwimmt auf jeden Fall noch. Komm schon, schwimm weiter. Treff ihn! Und? Oh, der schrammt knapp vorbei, glaube ich. Nein, ich habe ihn erwischt. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation zu diesem Abschuss. Ja, Abschuss. Leichter Kreuz, abgeschossen von der Rio Cut. Ja, du kannst mich zu einem Abschuss Und da kommen auch schon die ganzen Gegner angeflogen. Mann, warum denn Zerstörer, Alter? Das kann nicht wahr sein. Ich hab davon, dass ich nicht was... Mann, wie behindert Imba die geworden sind. Das ist einfach unglaublich. Ja. Ich bin voll weit weg und die schießen mich einfach mit einem Schuss aus der Kanzel. Das funktioniert so einfach nicht. Vor allem ist das relativ unberechenbar, weil du wirst einfach getroffen, pomp, bist tot. Das ist totaler Schwachsinn. Du kannst ja nicht mal kommen oder so. Ja, richtig, das ist totaler Schwachsinn. Du brauchst ja gar nicht mehr reinfliegen. Das ist doch totaler Müll. Und ich war schon recht tief. Muss man dazu sagen. War jetzt nicht so, dass ich da irgendwie voll weit oben war und deswegen ein gutes Ziel für so eine Geschütze von einem Kreuzer abgebe. Ach ja, die sind echt lächerlich. So, mal gucken, was meine HE-Splitter-Brand-Leuchtspurmunition ausrichten kann. Gegen was? Mein Ziel ist weg. Gegen Flugzeuge. Okay. Gegen Flugzeuge aller Art. Mann, das war so ärgerlich. Das war so ein schönes Erfolgserlebnis mit dem Torpedo. Und dann werde ich da rausgeschossen. Das nervt dann. Ja, ich wurde gerade weggerammt. Das ist auch schön.
Das meine ist beiden blöd. HE 112 Modelle sind weg und das sind so meine Lieblingsdinger momentan bei den Deutschen. Mhm. Geht's auf den Zerstörer da hinten? Äußerst erfolgreich. Ja, genau. Ich brenne sofort. War halt ein Luckshot. Kein Skillshot, sondern ein Luckshot. Erstaunlicherweise sind die auch alle schneller als 500 Stundenkilometer. Oh, ich werde gerade, das war ein Fehler, hier hinzufliegen. Ich habe irgendwie so... Habe ich noch einen linken Flügel? Doch, ich habe noch einen, aber da ist nicht mehr viel dran. Oh, er ist unter mir durchgeflogen. Ich schaffe das. Ich drehe ab. Ich bin tot. Hm. Aber warum hilft mir denn hier keiner? Ich bin tot. Also ich habe jetzt noch zwei Bomben. Wie die alle jetzt bei uns auf dem Flugplatz sind, hier ist niemand. Defend the base. Ah ja, hier. Ist mir jetzt Wurst. Hab ich keinen Bock mehr auf so einen Scheiß. Jetzt ramme ich den runter. Ich will mal gucken, ob ich mit dem Bomber noch irgendwas ausrichten kann, aber ich habe da irgendwie keine große Hoffnung. Mein Gott, ist das Team großartig. Ja. Wieder einer schon drei Tode hat und nichts gerissen hat. Der hat nichts gemacht. Wen meinst du denn? Den Schrammo. Ich hab ein paar Treffer gelandet, ja, und ich wurde weggerammt. Ich kann da auch nichts für. Ist ja nicht böse gemeint. Ich meine auch viele andere von unserem Team. Einfach unfähige Vollidioten manchmal. Ach ja. Don't you think about it. Ich weiß auch immer noch nicht genau, wie das hier auch mit der Zusammensetzung der Teams ist, weil letztens bin ich mal so T0 und T1 geflogen und hatte dann aber auch eine Spitfire im Gegnerteam und solche Dinge. Das ist dann so ein bisschen, Wie? Was bist du geflogen? T0 und T1 bin ich geflogen. Und, Du hattest eine Spitfire im Gegnerteam? Das ist sehr merkwürdig. Ja, also wir waren, unser Staffelrang war T1 und ja, wir haben gegen eine Spitfire gekämpft teilweise. Das war dann so ein bisschen seltsam. Also das gegnerische Team... ist schon ungefähr auf unserem Team Tierlevel. Also jetzt gerade. Ja. Wo bleibt der stehen? Und Bomben. Oh oh, ich habe eine Ära-Kobra hinter mir. Schatz, das schaffe ich so nicht. Doch, ich habe es doch geschafft. Und kein Heck mehr. Ich habe die Zone mal wieder eingenommen. Du bist ein guter Zoneneinnehmer. Richtig. So, und der letzte Bomber. Könnt ihr einfach mal the so einen last über Unicorn, I'm alive. I'm alive. Nur weil hier ein bisschen Wasser ist, reitest du hier auch auf den Wellen. Bin ich denn dieser brennende Stier?
wenn du das letzte Einhorn bist. Hui! Ich hab dem doch schon ordentlich Schaden gemacht. Nicht genug. Jetzt ist er zerputzt. Der putzt. Oh, guck mal, was ich da gerade erreicht habe. Naja, Bodenrettung, Luftsiegserie, das ist. Ja, ja. Wir müssen jetzt mal die Zone einnehmen. Dafür ist er kaputt gegangen. Das ist mies, da dreht eine Ära-Kobra um deren ganzen Schiffe. Das ist voll blöd. Ich hoffe mal, die sieht mich nicht. Ich komme jetzt von oben. Ganz heimlich von oben schleiche ich mich an. Wir können jetzt eigentlich mal wieder unsere Loot-Zone einnehmen. Ja, mach das mal. Ja, mach das mal. Macht gerade schon jemand anders. Nee, macht er doch nicht, weil er zu unfähig ist. Aber nehmen wir ein. Oh oh, Zerstörer sagt, oh oh, da kommt Schrammo. Jetzt habe ich gerade zu blöd hochgeguckt. Nein, ey. Weil ich so blöde auf die P40 umgeguckt habe, ich gerade nicht auf meine Landung geachtet und bin zerschellt. Das ist natürlich ärgerlich. Ja. Ziemlich. Ja, wir gewinnen das noch locker. Mhm, ganz locker. Ich probiere jetzt gleich mal A einzunehmen und dann mal schauen. Da schießt was auf mich. Was schießt wir haben gerade das Glück, dass bei uns die ganzen Träger da an der Bucht stehen, wo A ist. Ja. So, und mein letztes Flugzeug wurde auch weggerammt. Das ist doch schön. Irgendwie 5 Flugzeuge und 3 wurden weggerammt. Das ist so... Landeanflug, leicht taumeln, Fahrwerk ist draußen. Landung und. Und, oh, du ziehst, fliegst wieder hoch. Nase. Oh, ganz schön hart aufgesetzt. Er prallt nochmal ab nach oben. Warum ziehe ich denn hier so? Rio Flummikat. Das fasse ich doch gar nicht. Landebahn gleich zu Ende. Landebahn gleich zu Ende. Ich weiß, wir dir nur einen. Okay, klappt. Ich wollte gerade sagen, so, das könnte eng werden. Irgendwie sieht das vordere Fahrwerk von der Ära-Kobra voll lustig aus. Das ist so ein kleiner Stängel. Ja, kann auch leicht wegbrechen. Ja, das glaube ich. I'm alive. Dam. Ich verteidige jetzt das Airfield. Komme, was wolle. Oho. The Last Defender, Ryukat. Richtig. Tomting like that. Tomting. Da kommt was angeflogen. Du kommst mir ein bisschen zu nah. Nee, du dreh mal ruhig ab, ja. Das ist richtig so. Mami, nee, böse da. Die Blenheim da oben. Aber ich glaube, die ist schon kaputt. Ich bleib mal bei meinem Airfield. Ja, da kommt was angeflogen. Eine Spitfire. Oh, ja. Spitfire no in 2,5 Meter Entfernung. 2,5 Meter, ja. 2,5 Kilometer. No you, Spitfire. Aber sie will nicht landen. You don't goof. Geht auf Attacke, da schießt sie. Brrr. Oh. Das sah aus meiner Kameraperspektive gerade spektakulärer aus, als es eigentlich war. You don't goof, Spitfire. You don't goof. Yo, no. Spitfire, don't ja, make... Aber sie dreht ab, weil sie wird gejagt von zwei anderen. Und sie ist tot. Spitfire ist Gun. Die ist Hishis Gun. Ich finde es lustig, wie diese Ära-Kobra schießt, das Geräusch. Dieses Rabomb. Die Ära-Kobra macht nicht ratatatatatat. Aber die macht so. Ja, so halt. Die macht Rabomb. Okay, macht sie halt Rabomb. Soll ich mal schießen? Soll ich es dir mal zeigen, Alter? Willst du mal sehen? Nee.
Jetzt zeigt man, wie sich das anhört. No, no, you hurricane, you don't goof. Go away, go away from my airport, please. Go away from my chips, please. Die will Chips. Oh Gott. Und die macht. Ich dachte gerade, die macht Kamikaze. Was war denn das? War so angetäuschte Kamikaze oder so? Wahrscheinlich hatte sie irgendwas dabei und dann doch nicht. Oh no, Hurricane, you don't goof. Hurricane. Stop, Hurricane, stop. Noch 1 Kilometer, 900 Meter. Bumm. Yep. Die ist zerplatzt. Ei. Oh no, Hurricane, you don't goof. Hurricane, stop it. Stop, Hurricane, stop. No, Hurricane, stop it. Hurricane. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat mir in den Torso geschossen und ich weiß nicht, warum er mich so leicht weggekriegt hat. Ah ne, das war die E-17, war ein Verbündeter. Natürlich. Das ist dann eine andere Form von Teamarbeit. Seid ihr bereit, Teamarbeit? Dein Flugzeug hat unter Wasser gerade noch Geräusche gemacht. Ich meine doch kurz, die Motor gehört eben. Ja, ja. Das Spiel ist ja sowieso gleich schon wieder zu Ende. Guck mal, wie viele da sind. Ei. Ich bin einer der Letzten mit den Flugzeugen, weil die alle ihre Flugzeuge verbrannt haben. Auf dem Scheiterhaufen. Ich wurde weggerammt. Ich hab die nicht verbrannt. Mhm. Ja, wirklich. Ich spüre bei der Katze meiner Schwester. No, you EL2. Rat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 a. Nein! Ah, so schnell. I am not. Langsam. Die verarscht dich. Die ist, oh, ja, Glück gehabt. Ja, schon vorbei. Ja. What the schade, team? Schade. Warum bin ich mit so einem Team bestraft? Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt in die Ecke und weine. Okay, ich habe auch nicht besonders gut abgeschnitten, aber trotzdem, was ein Team. Bis dann. Tschüss. Tschüss.